Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem Let's Play GTA 5, genau. Und ganz kurz, Synchronisation, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Fertig. So, Lester, lol. Das haben wir uns letztes Mal schon angehört, dann werden wir uns das jetzt nicht das zweite Mal angucken, ja. What the fuck? Danke. So, hier ist das Auto und, ja. Wir müssen uns gut kleiden, hat der Lester uns gesagt. Und, dann fahren wir zu Lester, ne? Michael, wo, meine Kohle, wo bleibt die? Du willst sicher nicht, dass ich, was? Ich will, dass du dich nochmal besuch. Nächstes Mal wird's echt übel. Okay. Und wo, was ist die E-Mail hier? Fortschritt. Hallo Michael. Es wäre schön, Sie gestern zu sehen. Ich möchte betonen, wie wichtig es ist, dass Sie die Therapie, dass wir die Therapie fortführen. Wir stehen bei Ihrer Behandlung kurz vor einem Durchbruch. Es ist ein faszinierender Prozess. Wenn sie sinnlos und ausbeuterisch erscheint, funktioniert Therapie am besten. Das Leben ist nicht ohne Bedeutung. Sie haben große Schwierigkeiten, aber zusammen können wir sie zu einem wertvollen Mitglied der Gesellschaft machen. Ja. Ich empfehle Ihnen, weiter Ihre Medikamente zu nehmen, die Bücher zu lesen, die ich Ihnen gegeben habe, und sich Gedanken darüber zu machen, was der Grund für diese Wutanfälle sein könnte. Wir knacken sie schon, Amigo. Wir stecken zusammen in dieser Sache drin. Wie Sie wissen, macht mir diese Zusammenarbeit mit Ihnen viel Spaß. Sie sind ein faszinierender Mensch, Michael. Aber leider ist medizinische Hilfe in diesem Land keine Sache der Wohlfahrt. Daher sehe ich mich gezwungen, meine Tarife wieder zu erhöhen. Dieses Mal nur um 75%, was mir sehr moderat erscheint. Angesichts des Stresses und der Anstrengung, denen ich während meiner Arbeit angesetzt bin. Mit freundlichen Grüßen, Isaac Friedländer. Joa, Alter, willst du mich... Don't touch me! Oh, you don't have to call to tell me that. Not you! The Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Sollen wir helfen? Natürlich, ist meine Frau, ne? Oh, now you want me. All right, I'm coming. The one phone call rule is for real policemen, you worthless turd. Okay, wo ist das? Oh, ey, 3 Minuten haben wir. Ach du Scheiße. Müssen wir jetzt ganz schnell dahin, ne? Mit unserem super Auto. Danke. Scheiße. Also, Amanda braucht irgendwie Hilfe. Irgendwie. Ist immer so geil, ne? Ich will da ohne einen Kratzer hinfahren. Ohne Witz. Das braucht man nicht. Komm jetzt 900, 800 Meter. Das ist nicht weit entfernt. Wo ist das nochmal? Verdammt, ey, Ladendetektive. Ich glaube, die hat versucht, was zu stehlen oder so. Oh. Falsch abgebogen. Who cares? Dann fahren wir halt hier rein. Kann ich hier rein? Danke. Verdammt nochmal. Ach komm, die Zeit, ey. Ich könnte noch, Alter, einen Hamburger essen, Alter. Dann kann ich zu ihr fahren. So viel Zeit habe ich. Und da ist es. You had that opportunity. I said get off me, you stupid bastard. I told you, she's a biter. Get out of the car! Scheiße. Get us out of here! Chill out. It's under control. Go, 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 go! Relax, I got this. Wir machen das schon. Zwar ist die halbe Polizei hinter uns her, aber wir schaffen das schon. Chill out. It's under control. Kann endlich diese scheiß Polizei weggehen. Michael! Relax, I got this. So, stopp, ne? Hier rechts und links gucken, ja? Und dann fahren wir. Don't worry.
I know what I'm doing. Oh, shit. Weil der fett... I do not want to go to prison. Chill out. It's under control. Fertig. Is that it? Are they gone? Of course they're gone. Who are you talking to? Come on, I'll take you back to the house. Hey, let me get the keys to those cuffs. There you go. Hey, you remember those, don't you? From the old days when you used to do the girl cop routine? Ow. Really? Now? You're a pig. Don't say it! What? That I have everything I want, so why am I stealing? Oh, my lips are sealed. Because if you say that, I'll say the same to you. Get rid of the car, Michael. It can't stay in the driveway. Oh, and yeah. Thank you. Die geht einfach weg, aber sprich noch mit uns. Das ist gut. Ja, das war sehr gut gemacht. Nein, Spaß. Bestanden. Das ist immer der gute Ehemann. Ja, natürlich will ich speichern, Mann. So, der gute Ehemann. Hier steht eigentlich unser Auto. Auf einmal, ja. Aus irgendeinem Grund. Ist auch jetzt egal. Weiter einfach. Wir fahren jetzt zu Lester, glaube ich, ne? Ah, nee, zu Michael. War das nicht so, dass ich eigentlich hier was wollte? Eigentlich war ich hier eine Mission, oder? Da, genau. Fahren wir jetzt zu dem? Ja, ich muss eh dahin. Ich muss eh zu Michael, also daher. Also zu der Mission hier. Und bin ich jetzt weggefahren? Ist auch jetzt egal. Das weiß ich ja schon, dass es Michaels Unterschlupf ist, Alter. Hier kannst du... Na, wirklich? Das wussten wir doch schon. Junge, ich weiß das. Wisst ihr was? Ich ziehe mich um. Ja, bevor ich da reingehe in diese Mission. Das ist ziemlich... Warte, nicht da reingehen. Okay, das ist schon mal gut. Ich bin da nicht reingekommen. Das ist eine Blutwunde, Alter. Geht ab. Ich will mich einfach nur umziehen. Das ist hier. Und hier ist der Kleiderschrank. Umziehen. So Outfits am besten irgendwie. Hemd, Anzugshose, Hemd und Shorts. Ja, das hört sich eigentlich ziemlich gut an. Ich will eigentlich ganz normal wirken. Später, wenn wir zu Lester fahren, dann ziehen wir uns um in dieses Jackett und so. Ja, werden wir noch mal alles machen. Warte. Ui. So. Was ist denn jetzt los? Papis kleines Mädchen. Ein Tag später. Was ist jetzt? Ah. Your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you. What the fuck? Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah. No. I just... want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. Just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine. Let's go on a fucking bike ride. Uh,
we'll take a bike ride along Vespucci Beach. And I'll show you just what you want to see. Aha. Was will ich denn? Guck mal, die Flipflops, die er anhat. Die Flipfloppen. Warte. Guck. Flipflop. Geil, oder? So. Dann fahren wir halt. After that boat stunt. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. I'm going gray listening to this crap. Station change. Oh, hella yeah. Ja, jetzt wechselt er eigentlich hier den Radiosender, aber naja. Moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-faced. Don't push me. Seriously, some guys borrow your boat. Borrow? You were hiding in the head crying kidnap. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right. They fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or want them to get killed. You think I'm gonna let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another, right? It's just... What? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation have left us if you're the good guy. Yeah. Anyway, I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like, seen that happen before. Yeah, well, that's me, Jim. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of, like, force of habit. Aha, okay. Na gut, okay. Werde ich nicht machen. Versprochen. Ja. So, wir sind wie hier am Vespucci Beach. Alter, geil. Ist okay. Hey, you. Two bikes. Take your pick. Yo, thanks. Sie hat sich sowas ausgesucht. Ich suche mir, glaube ich, so ein Rennrad, Alter. Einfach so. If I beat you to the end of the pier, you're buying me a new TV. Holy cow! Dann verpiss dich doch. So. Wir fahren ganz normal. YOLO. Also mit R2 und L2 kann man die Bremsen betätigen. Alright. But if I beat you, you're gonna behave like a human being. Hey Pop, if you're such a health nut, you should do a triathlon or some other midlife crisis nonsense. You'll die first, old man. Right after you buy the TV. You bike a few more miles. We might be able to squeeze you into some skinny jeans. My body isn't meant to work like this, but I'm making it to beat you. All that smack talk ain't gonna put me off my stride. I'd never bike with the man who murked my flat screen. You're a sore loser. Bam, so macht man das. Oh, I'm about to pass out. When I wake up, please let this nightmare be over. Kann ja auch dich die beschleunigen, ne? Also. Now let me think. What am I gonna do with all that spare TV money? Yeah, what's cracking? So, hier rauffahren, glaube ich. Hier. Zack. Ich drück die ganze Zeit X, also ich tippe nicht drauf oder so, ich drück die ganze Zeit X. Man braucht sich nicht so richtig anzustrengen. Kann man hier irgendwie drüber, Alter? Warte, hier, jetzt gehen wir richtig Gas. So wichtig. Boah, scheiße. Geht das ab? So. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding. Good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well,
I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Ah! Dad, wait! Und bam! Ja, dann werden wir jetzt schwimmen, ne? Also mit X kann man halt, ja, ne? Also X gedrückt halten kann man halt schwimmen. Und dann wie die Anzeige, wie viel wir noch Sauerstoff haben. Und wenn man ganz schnell X drückt, dann, ja. Dann geht man ab, sozusagen. Also ich gehe mal. So, jetzt. Auch Schwimmen steigert deine allgemeine Ausdauer. Das ist okay, cool. Was ist das denn, Alter? Was habe ich da in der Hand? Ein antiker Kavalierdolch. Läuft. Läuft. Fuck it. Wenn ich den schon hatte, warum nicht? Wow. Ich bin fast da. Wisst ihr was? Ohne Witz. Ja, genau so. Scheiß auf den Dolch, ganz im Ernst. Er braucht einen scheiß Dolch. So, hier ist Dignity. Wir müssen jetzt hier hoch. Mal gucken. Mal gucken, was Tracy macht. Take you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls could talk. You think I do it? Hey. No. Hey, ain't cool, man. What are you doing? Hey! Fuck, man! I like him. What's the problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. Guys are serious! Yeah, well, so am I. Who's causing the scene of my fucking boat? Oh, motherfuckers! Get on! Aha, scheiße. I'm about to skin you alive! Fahren wir jetzt mit dem Jackson Jetski, hab ich gehört. Go! Scheiße. OMG, they're coming! Go into that outlet! So, es gibt einen Trick. Einfach den linken Stick nach hinten ziehen, der ist noch schneller. Guckt. Ist geil, ne? Häng die Fache ab. Ah, ich. Kein Problem. We'll lose them if we keep going this way. Who the fuck are these people? Oh, you know, TV people, celebs, serious drug dealers. Well, since when the TV people and drug dealers start hanging out? Come on, Dad, it's Los Santos. Get away from them. Ja, das stimmt schon irgendwie ein bisschen. Wow. Nur ich kann sowas machen. Mach doch. Verdammt nochmal. Ja, nur ich kann so fahren. Das kann ich nicht versprechen. Scheiße. Scheiße. Looks like this is the way out. Oh, wie klein die werden. Back off, assholes. Gedient, danke. Aha, super. Okay, no, it's not okay. Not at all. Hey, we're alive, aren't we? Those psychos didn't kill you. Psychos? Only you could get me chased out of a party with effing guns. Yeah, huh?
Well, maybe you're in the wrong fucking parties! I see that traitor! Jimmy! Jimmy! You! You fucking asshole! Listen, he's the fucking asshole, okay? He smashed my TV, and he took me to the beach. The beach, with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Da steht der Vater mit einer Schusswunde. Läuft, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das war's, oder? Verstanden. Super. Papis kleines Mädchen. Stell wie ein Fisch. Stützräder. Was? Ist egal. Ist auch egal, irgendwie. Ja, da bin ich. Beziehungsweise Michael, ne? Kann ich jetzt irgendwie... Weiß ich nicht. Oh, ein Triathlon ist jetzt verfügbar. Hm. So, kann ich hier irgendwas nehmen, womit ich dahin fahren kann oder so, weiß ich nicht. Ey, hier ist nichts, Alter. Was soll der Kack? Soll ich jetzt dahin rennen oder was? Modifiziere deine Karre mit neuen... Ja, ich weiß, kenne ich. Warte. Das ist einfach... Da, wo wir waren, man kann einfach so Tuning und so. Die machen ein Selfie. Ich weiß, dass man das so machen kann, damit man die E-Mails scrollen. Wie man die E-Mails scrollen. So, Michael, wer weiß. Michael wäre jetzt eine gute Gelegenheit, mal in die Aktien kaufe, billig verkaufe, teuer, Leister. Ja, komm mal, damit piss dich. So. Ui. Hyperlinks kann man mit Quadrat öffnen. Super. Hier hinten irgendwo. Warte, ich geh mal hier nach hinten. Hier. Ah, ein Parkplatz geht doch. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen 7er. Sogar, cool. Da hinten haben wir so einen Mustang. Gut für den Klang. Gut vom Klang her. Ich glaube, den nehmen wir. Oder wir nehmen den 7er, weil es geil ist. Was ist denn? Yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work. And I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. Im Verlauf des Spiels triffst du Kontaktleute, die dir bei Raubüberfällen helfen können. Dadurch hast du die Wahl zwischen weiteren verschiedenen Crewmitgliedern. Ja gut, ne? Also mal gucken, ob der wirklich so gut ist. Kein Alarm, ernsthaft? Okay, gut. So, das sieht aber richtig geil aus. Geht doch. Stell ich mir in die Garage, das ist einfach ein geiles Auto. Wo kann ich denn? Ach ja, stimmt, da. Wo war das? Hier war... Shit! Na gut, hab ich gesagt. Hab ich irgendwas hier? Ich hab keinen Kratzer, ist so geil. So. Nee, Bro, halt's mal ganz im Ernst. Ich muss jetzt nach Hause am besten. Nee, warte, wir machen das so. GPS, Unterschlupf. Ja, wählen. Ah, das ist besser. So, geht doch. Ah ja, genau, kennt ihr das? Wenn ihr... Ihr müsst hier auswählen auf unbewaffnet. Und wenn ihr jetzt R1 drückt, dann eigentlich zielt er. Ja, aber hier... Beziehungsweise schießt er und so zeigt er den Mittelfinger.
Geil, oder? Oh, das Auto habe ich heute gesehen. Das ist eigentlich ein Toyota, aber so. Aber sag's keinem. So, warum zum Unterschlupf? Ganz einfach, ich muss mich umziehen. Lester wollte ja, dass ich hier in so ein Jackett komme und so. Das Anzug, meine ich. Und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit. Ja. Geht Honey, I'm home. So, jetzt erstmal nach oben. So. So, jetzt hier. Hier umziehen. Jacken nicht. Wollte ich irgendwie. Anzüge. Anzüge. Ganz auf weiß machen oder schwarz? Ja, ich mach das, glaube ich, so. Das sieht, denke ich, ziemlich cool aus. So, und zu Lester fahren wir gleich. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Ich sag nur Tschüsskens. Bis zur nächsten Folge Let's Play GTA 5. Tschüsskens, bis zum nächsten Mal. Euer Review. Peace.